Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, wir spielen Super Amazing Wagon Adventure. Und ja, das Spiel ist von 2012. Also nicht mehr ganz so aktuell. Ja, grafisch hochauflösend. Und ich würde sagen, wir starten. Ja, nicht viel einzustellen. Wir können natürlich das Adventure starten oder Survival. Spiel's auf Englisch. Ich übersetze grob. Das muss reichen. Und ich würde sagen, wir starten einfach das Adventure. Let's go Adventure. Ja, wir fahren mit einem Wagen durch Amerika. Erklär es einfach so grob. Punkt. Viel mehr will ich dazu nicht sagen. Wir haben Richard, Robert und Jeffrey. Ja, lassen wir die. Wir können die selber beändern, wenn wir wollen. Aber wir lassen sie. Wir wollen ja loslegen. Ja, wir fahren in einem Trusty Wagon. So, was nehmen wir denn? Ich habe sogar noch einen freigeschaltet. Naja, den nehmen wir erstmal nicht. Erst wenn ich ihn nochmal sozusagen freischalte. Wir spielen so, als hätte ich es noch nie gespielt. Okay, lasst uns den Standardwagen nehmen und wir starten im Wald. Ja, das Spiel grafisch hochauflösend und da steht auch unsere Aufgabe. Wir sollen Tiere jagen, um Essen zu bekommen. So, in dem Spiel sammeln wir aber kein Essen. Wir sammeln die Tiere für Felle. War ein Upgrade. Das war ein Maschinengewehr. Ja, und wir erschießen einfach alles. Oh, ein Einhorn. Ja, das will uns irgendwo hinführen. Ja. Warum sollten wir es erschießen? Wir folgen ihm. Ja, oh, ein magisches Feld. Okay, das Einhorn hat uns in einen Hinterhalt gelockt. Also, liebe Kinder, merket, traut niemals Einhörnern. Niemals. Okay. Verdammt böse Einhörner. Nein. Und okay. Wir werden von einem Drachen angegriffen. Ihr seht, es ist super realistisch. Also eine ganz normale Wagentour in Amerika. Kann viel passieren, wie ihr seht. Oder, ja. Ja, mein Drachen getötet. Yay! Und wir haben den Fantasy-Wagen bekommen. Wow. Oh, Richard sucht wilde Bären. Ja, haben wir gesammelt. Oh, und auf dem Weg zurück hat er eine Höhle gefunden, in die er natürlich reingucken will. Machen wir mal. Was haben wir denn hier? Ja, das sehe ich, dass es dunkel ist. Oh, Giant Bats, riesige Fledermäuse, die mich, glaube ich, angreifen wollen. Nein! Geht weg! Ja, einen haben wir. Nein! Sieht schlecht aus. Ach ja, oh, zum Interface noch, während ich hier... Jetzt haben wir ja gerade Zeit. Oben, jede Person hat sein eigenes Leben, 99 Standardschuss, daneben die gesammelten Felle der Tiere. So. Grob erklärt. So, und Richard ist back und es geht weiter. Wir sind an einen Fluss angekommen und Jeffrey hat die geniale Idee, über den Fluss zu springen. Das klingt logisch. Das machen wir. Ja, sie nehmen Anlauf und springen und ja, sind auf der anderen Seite gelandet ohne Probleme und sind jetzt auf den großen Ebenen. Und wir werden von einer großen Büffelherde angegriffen. Das sind doch keine Büffel. Okay. Egal. Aber ich wollte nochmal darauf zurück. Ich finde, Jeffrey ist ein sehr kluger Mann. Der Sprung hat sich gelohnt. Und diese Büffel... Was? Da stand nichts mehr. Das konnte man nicht lesen. Dazu muss ich sagen, ich habe nicht alles in diesem Spiel schon erkundet. Error. Ein Fehler ist aufgetreten.
Ja? Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Was ist das? Ich kann nicht mehr schießen. Es schießt mich mit Pixeln ab. Komm. Schieß, schieß. Reset. Es wurde neu gestartet. Und wir haben den Glitchwagen freigeschaltet. Okay. 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 Ach ja, und er ist ein Tierliebhaber und hat einen Falken gesehen. Einen verletzten Falken. Und der wird jetzt von Wölfen angegriffen. Und ja, weil ich ein tierliebender Mensch bin, retten wir den Falken. Yes, Medkit. Okay, er hat sich wieder... Ah, jetzt gehen wir mit einem Adler jagen. Okay. Ich muss dazu sagen, diesen Adler hatte ich noch nie. Und ich muss sagen, er gefällt mir. Und die sind so... Oh, ein Wildwagen. Die sind so von seinen Fertigkeiten überrascht, dass sie weitermachen. Okay, wir haben eine Frau mit rotem Dress gefunden, die allein... Und die uns abschießt. Okay. Sie ist ein böser Bandit. Und den haben wir direkt mit unserem Falken angegriffen. Falke, greif an! Ja, wir haben einen Falken. Greif! Schnapp ihn dir! Nein! Laser? Wir haben Laserbanditen. Boah. Sieht schlecht aus. Für wer auch immer es ist. Ah. Robert wurde von den Lasern hingerichtet. Sie war... Ja, da er nicht zurückkam, gehen sie ohne ihn. Und machen die beiden machen Rast. Und sie kommen an einen weiteren Fluss. Ach, schade. Der Adler... Oh, ich hab den Adler. Jeffrey hat die brillante Idee, dass wir unter Wasser schwimmen sollten. Alternativ können wir außen rumlaufen. Wir schwimmen natürlich. Und wir haben weiterhin den Adler. Sie holen Tiefluft. Und ja. Holen. Ja, Tiefluft, wie ich sagte. Und springen unter Wasser. Dieser Adler ist super. Ich liebe ihn. Oh, Laserpistole. So, piu piu. Piu 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 piu. Jellyfish. Quallen. Giftige Quallen. Oh, das ist cool. Das muss ich zeigen. Oh. Adler, greif an. Und jetzt. Na, na? Airstrike. Ja, wie in jedem Spiel gibt es natürlich noch ein Airstrike hier. Was? Ich... Oh. Okay. Das ist ein riesiger Tintenfisch. Ja, den haben wir aber schnell gemacht. Wir haben eine Truhe gefunden. Okay. Kann man es öffnen? Nein. Nein. Brauchen keine super Sachen. Wir haben einen... Adler. Okay. Ja, wir sollen weiter jagen gehen. Machen wir das. Super Adler. Ich will den Super Adler nicht verlieren. Und deswegen habe ich auch leider das nicht genommen, weil ich wusste... Nee, ich muss dazu sagen, das Spiel ist teils Zufall. Ich kann also nicht 100% davon ausgehen, dass das, was immer in dieser Truhe drin ist, auch diesmal drin ist. Aber sonst wäre eine neue Waffe da drin und ich will den Adler behalten. Ein Händler, der möchte unsere Felle tauschen. Okay. Was nehmen wir denn? Medkit, Medkit, Medkit. Ja, Medkit ist gut. Felsen, die vom Himmel fallen. Können wir natürlich ausweichen. Ein Bogen? Nein, wir brauchen keinen Bogen. Wir haben einen Adler. Oh, noch mehr. Oh, der ist super. Okay, wir machen uns gut, wollte ich gerade sagen. Treffe ich noch. Okay. Bla 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 bla.
Okay. Es liegt Dreck im Weg. Machen wir das. Das war der Raketenwerfer. Oh, wir fahren schneller. Bogen. Bogen ist auch super in dem Spiel. Ich versuche immer relativ mittig zu bleiben, damit ich auf alles reagieren kann. Okay, wir sind so schnell gereist, dass wir von der Klippe gefallen sind. Und von Adlern angegriffen werden. Aber die sind nicht so cool wie mein Adler. Mein Adler macht auch coolere Geräusche. Ja, was macht ihr jetzt? Ja, es läuft. Ich komme gut weit. Der landet in einem Fluss, aber der zieht uns nach vorne, oder? So grob. Okay, und da sind Steine im Weg. Okay. Macht ja alles kaputt. Ich glaube, der ist etwas zu stark, dieser Adler. Und es sind Alligatoren. Gut, dass wir einen Adler haben, der Alligatoren jagt. Also, ich muss sagen, viel weiter bin ich in dem Spiel noch nie gekommen. Das heißt, wir machen gut Fass. Wir sind in einem Ambush, Hinterhalt von Banditen gefallen. Ja, so. Ungefähr. Der hat einen Shotgun. Wir sind immer Alligatoren. Oh, und Richard ist gefallen durch eine Kugel in seinen Kopf. Das war klar. Oder? Oh, was ist das? Ah, Jeffrey ist gestorben. Die lange Reise endet. Und ja. Alles, was wir haben, ist in den See gefallen. Game over. Eine traurige Geschichte. Aber ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das war Let's Play Super Amazing Adventure Wagon. Ja. Bis dann. Ciao.